Und willkommen zurück zu Let's Play King's Bounty The Legend. Wer sich wundert, warum meine Stimme ein bisschen anders klingt, der möge sich das Infovideo anschauen, das ich für euch vermutlich dann gestern hochgeladen habe. Für mich war es gerade ungefähr vor 5 Minuten. Ja, wir sind stehen geblieben im Zwergenreich. Oh, und die letzte Aufnahme ist bei mir leider ein gutes Monat her, muss man sagen. Ja, ich glaube 4 Wochen durften ungefähr hinkommen und deswegen weiß ich nicht mehr genau, was mir, wo ich stehen geblieben bin oder was ich genau machen wollte. Aber ich weiß noch, wir müssen da irgendwo gleich mal beim Eingang nach Osten. Denn da war irgendwas mit unserem dritten Geist, der sich irgendwie aktivieren wollte. Da war irgend so ein Energiezentrum oder sowas, wo ich gern hin würde. Und, oh Gott, da sind da dabei Giganten. Furious Goblins und einfach alles. Und was ist das? Very strong. Also wir würden sie vermutlich schaffen, aber jetzt will ich nur kurz fertig reden. Wir holen uns den Geist da mal irgendwo bei dem Generator und dann ist mir der Tipp gegeben worden, ich sollte nach Freedom Islands nochmal zurückgeben. Da gibt es anscheinend irgendeinen tollen Quest, den ich gerne machen würde, weil der irgendwie in der Intro-Sequenz oder so vorkommt. Was könnte das wohl sein? Also da werde ich auf jeden Fall nochmal zurückgehen und wir haben ja da noch ein paar offene Quests bei Freedom Islands. Die hole ich einfach nur nach. Und mit den neuen Truppen vielleicht einmal, wenn ihr da ein bisschen mehr Cyclops und so haben kann, die Fliege, slash die hasse. Genau, dass wir dann vielleicht einmal ein oder die alten Quests von Darien einmal abschließen können, die ich noch nie geschafft habe bis jetzt. So, wenn ihr dann kämpfen muss, nachher würde ich das gern vermeiden und holen wir einfach einen Banner mit 30 Leadership. Okay, der giert man da noch immer nach, aber ist mir egal, ich hole mir einfach das nächste Banner mit 40 Leadership. Ich glaube, das ist schon wieder ein Zyklop mehr. Und da redet sie schon wieder. Meine Geräte fangen an zu funkeln. Es gibt einen Generator in der Nähe. Ah, da ist er. Am Boden hinter der Brücke. Lass uns dorthin gehen. Aber zuerst werde ich dieses Monster töten müssen. Was ist denn da? Was? Emerald Green Dragon? What? Da ist ein Schatz. Habe ich schon gesehen. Schatz gehört mir. Was? Sie will nicht gegen Drachen kämpfen. Ich glaube, Drachen sind ein bisschen zu mächtig. Magische Kristalle. Jawohl, endlich einmal nicht Gold. Magische Kristalle sind mir eh viel wichtiger. So, jetzt gehen wir aber zu dem Generator dahin. 10. What? Okay, 10.000 Gold ist einmal der Hammer. Ist echt der Hammer so. Und jetzt zu dem Generator. Oh, Götter der Abyss, was? Was ist das, ein Generator? Haha, bringt mich nicht zum Lachen. Ich dachte, Endorians Technologie würde keine Chance haben, aber sie überrascht mich. Ha, Witz beiseite oder Scherz beiseite. Die Energie, die es akkumuliert hat, also die es gespeichert hat, sollte genug sein für mich. Steh nicht hier rum, drücke den Schalter oder lege den Schalter um. Warte, aber ich stehe in einem Kreis. Nein, echt nicht, wir stehen außerhalb des Kreises. Mach dir keine Sorgen, das Licht oder der Blitz wird dich nicht einmal berühren. Er wird dir... What, it will be drawn into... Achso, er wird in ihre Speicherzelle oder in ihr Speichergerät irgendwie abgespeichert. Wir wollen gar nicht einmal wissen, wo das ist. I have already got them activated. Ich habe sie bereits aktiviert für Wiederaufladen. Komm schon. Schau es nicht nur an. The devices are recharged at 0 von 10. Okay, wir drücken den Schalter. 23 von 10. Okay, wir drücken noch einmal. Wir wollen gar nicht wissen, was sie da sagt. 40. Wir drücken noch einmal. 69, na los, gib schon Gas, wer lesen, man kann gerade lesen. 89, sie ist gleich aufgeladen und... Relax, was chill, es ist vorbei. Keine Ahnung, relax, entspanne dich, es ist vorbei, genau. Nun, da meine Geräte wieder voll aufgeladen sind... you don't have to stand under those Thunderbolts anymore. Okay, können wir uns von den Blitzen entfernen, bei denen wir aber eh nicht mal drunter gestanden sind. Also wir sind da eigentlich grafisch gesehen, sind wir daneben. Endlich. War es denn so furchteinflößend oder so schrecklich? Well, now you will learn what a real battle Technomage from Lillen is like. Okay, sie ist ein Technomage. Vom Spiel Technomage. Wir haben keine Ahnung, aber sie ist auf jeden Fall ein Technomage. So, dann was kann sie, was man die Hotkeys... Ha, genau.
Level 1. Wir haben jetzt also Lina erhalten. Okay, Suhayo Sorceress. Also wer lesen mag, ich werde es mal dann irgendwann einmal nachlesen. Ich klicke da mal die Dialoge durch, damit man da mal alles sieht, was sie irgendwie so sagt. Wie gesagt, ich werde es jetzt da nicht übersetzen. Ist jetzt eigentlich ja fürs Spiel, glaube ich, selber auch uninteressant. Ist halt einfach ein neuer Geist, der was halt irgendwelche tollen Zauber beherrscht. Okay, habe ich das schon angeklickt? Ich glaube, ja. Do you know anything about the chest? Okay, vielleicht ein paar Informationen wieder über diese Schatztruhe, wo diese ganzen Geister da eingesperrt sein. Oh, da muss ich scrollen. Okay, und was hat sie jetzt für Fähigkeiten? Wie kann ich mir denn das anschauen? Gar nicht. Kann ich da nicht irgendwie anschauen können, was die für Fähigkeiten haben? Offensichtlich nicht. Aber uns fehlt also nur mehr Reaper. Gut, wir speichern mal ab. Und jetzt wird eigentlich ganz zu Freedom Islands. Aber vorher besiegen wir Drachen. Katapulte. Moment, wir besiegen gleich mal den Drachen. Jetzt holen wir uns so das Banner da mal zur Sicherheit. Und schauen da mal kurz nach, was es da für Truppen gibt. Da könnt ihr wieder Alchemisten kaufen und Shroud. Naja, von Alchemisten haben wir uns aber eh schon eigentlich ziemlich befreit. Die brauchen wir also eigentlich nicht mehr. Okay, bis in den Tod. Rot, weiß, rot. So, für Österreich. Auf geht's. So, ein Megadrache. Was kann der eigentlich? 700. Wow, 700 Leben hat der. Gegen den haben wir ja, glaube ich, im Tutorial einmal gekämpft. Da war aber, glaube ich, einer dieser Drachen. So, was mich jetzt interessieren wird, ist C. Was war da? R, genau. R war der Hotkey. Set several charges on the battlefield, which give mana and rage to the hero. Any troop which picks up a charge gains one action point. Was? Okay, ich kann irgendwelche Ladungen auf dem Schlachtfeld platzieren, die Mana und Wut an den Helden geben. Aha. Und wenn eine Truppe da reinsteigt oder eine aufhebt, nachher kriegt sie einen zusätzlichen Action Point. Also das scheint irgendwie für mich zu sein, oder? Also es schädigt keine Feinde, sondern es gibt einfach allein Mana zurück und Rage Points. Aber das klingt eigentlich ganz gut für uns. Kann ich aber nicht benutzen momentan. Okay, dann fangen wir mal an mit... Was ist denn das da? Das Katapult. Okay, das kennen wir eh schon. Hat jetzt irgendwie komisch ausgeschaut. Den Rest kennen wir, glaube ich, auch schon. Ja. Ja, die Alchemisten. Okay, wir schauen nochmal kurz Chaos. Da war ja Eis, war doch der Mega-Zauber, oder? Der wird... Okay, die Drachen könnten in einer Runde jetzt eigentlich erledigen. Was ist denn das für billiger Schaß? Ja, da würde ich mal sagen, dann hauen wir da einfach die Drachen um. Also zwei. Den letzten, den backen wir irgendwie so. 1600 Schaden, das ist schon einfach abartig. Und dann haben wir da noch Katapulte um. Denn Katapulte sind, glaube ich, die machen maximalen Schaden über die Range. Die Alchemisten ja nicht. Die können allein minimal schießen. Oder ihre Elixiere werfen. Das ist aber nicht so schlimm. Ich würde mal sagen, da bounce jetzt eher die da noch weg. Okay, sehr gut. Dann holt der sich die Schatztruhe. Ja, warum eigentlich auch nicht? Ja, 1950 Gold. Hm, könnte besser sein, aber könnte bedeutend schlechter sein. Wir warten mal ab mit den Schlangen. Okay. What the hell? Die haben jetzt irgendwie schon einen Ritter irgendwie umgehauen. Warum tun sie dies? Das ist nicht nett. Rage Points. Jetzt können wir die Charges nutzen. Wir benutzen sie einfach. Ah, das kann ich nicht einmal zielen. Das schaut cool aus. Erinnert mich ein bisschen an Shiva aus Final Fantasy 7 und 8, die Beschwörungsart. So, dann liebe Bären. Ja, holt jetzt einfach da die Charges. Dadurch kriegen sie einen zusätzlichen Action Point. Okay, und ich habe irgendwie Mana zurückkriegt. Wie viel Mana habe ich zurückkriegt? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Okay, irgendein Mana habe ich auf jeden Fall zurückkriegt. Okay, dann gehen wir nur da. Fangen wir jetzt Verteidigungsstellung. Die rennen an, die rennen daher und Verteidigungsstellung. Die Ritter werden wiederbeleben, also da schauen wir jetzt einmal. Was war das? Pushes the enemy weg. Genau, und stuns the target. Inflicting mördermäßigen Schaden. Okay, das geht aber nur im Nahkampf. Da geht auch nichts. Nein, nein, machen wir einfach Fernkampf und töten. Puh, keine Ahnung, waren die Katapulte schon dran? Nein, die waren nicht schon dran. Dann gehen wir lieber mal auf den Drachen. 152 Schaden beim Drachen. Aha, da ist nur so ein Charge, sehe ich gerade. Da ist ein roter. Wo ist der Unterschied? Ah, der rote bringt vermutlich Wut. Entschuldigung. Der rote bringt vermutlich Wut. Und der blaue bringt vermutlich Mana. Geht jetzt einfach mal davon aus.
Du gehst da so her und machst Verteidigung. Jetzt sind die Drachen dran. Geil. Okay, die können irgendwie die Schlangen ranziehen. So, Moment, jetzt Wiederbelebung, genau. Lass mir überlegen, Blindheit, ja, benutzen keine. Wo war das nochmal? Boah, schon lange nicht mehr gespielt, da vergisst man einfach alles. Habe ich überhaupt Revive gehabt? Ich glaube schon. Wo ist das? Resurrection, da habe ich es gehabt, genau. Das habe ich aber noch nicht eingelernt, oder was? Gibt das? Kann ich aber lernen. Ich habe jetzt 10 Kristalle, genau. Moment, habe ich das echt nicht? Blind, Trap, was weiß ich was alles? Berserk? Okay, na, da müsste dabei sein. Bless, Peacefulness, Dragon Slayer. Na, okay, na, nachher lernen wir es einfach ein. Und killed creatures in a selected troop can be resurrected. Okay, 620 Hitpoints. Does nobody do resurrect? Muss? Hm, hundertprozentig schon. Ihr habt doch einen Ritter verloren, oder? Da, Alchemist, Target Horseman. One Horseman is killed. Okay, One Horseman is killed. Warum darf ich es nicht wieder... Die lästige Fliege. Jetzt haben wir das Sehen auf den Ständer gerade. Lästige Fliege, ich hasse. Okay, pack meiner... Denke jetzt einmal einfach, ich kann irgendwie da die Ritter nicht wiederbeleben. Warum auch immer. Egal, dann heilen wir sie. Wo war der Heilzauber? Da war der Heilzauber. Okay, und dann hauen die da... Nicht einmal einen Alchemisten um. Das ist schwach. Das ist verdammt schwach. Ja gut, verwickeln wir sie trotzdem in den Nahkampf. Zack, und wieder Ritter tot. Na gut, die Ritter sind irgendwie kacke. Du gehst da zurück und vergiftest dann so rüber. Sehr gut. Ich vermute mal, der Emerald Dragon hat da hohe Giftresistenz. Geht's einfach mal davon aus. Wäre irgendwie logisch. Sag mal her, Defense. Magisch, physisch und Feuer. Okay, ist irgendwie unlogisch. Grün verbinde ich eigentlich mit Gift. Egal, er hat aber hohe Feuerresistenz, okay. Ein Schwert vielleicht, um den Drachen zu töten. Oder haben wir lieber mal Alchemisten um? Ich würde mal sagen, wir haben Alchemisten um, denn die heben irgendwie abartig viel aus. Und sind momentan irgendwie so das Hauptproblem. Die haben wir ziemlich viele Einheiten zusammen. So, der Bär geht vor, der kann dann den Alchemisten nächste Runde hauen. Der geht daher, dann kann der den hauen. Die Zyklopen hauen einfach den Drachen jetzt hoffentlich rum, oder? Komm schon, yes! Drei Drachen haben wir schon vernichtet. Okay, die Zwerge können sich offensichtlich gar nicht bewegen. Ja, lass mal lieber die Reiter da jetzt das Katapult angreifen, denn nachher Misten hauen die irgendwie nicht um und durch den Aufladecharge darüber ist es sowieso besser. Okay, dann lass mir überlegen. Habe ich nicht irgendwas gehabt, dass eine Einheit einen Schritt mehr gehen kann? Denn das wäre irgendwie ganz cool jetzt gerade. Aber anscheinend nicht. Okay, dann Book of Evil. Beschwören wir einfach. Keine Ahnung, eigentlich nirgends hin. Ne, wir machen einfach die Eisexplosion und hauen da jetzt mal die Alchemisten da mal ein bisschen um. Ist, glaube ich, das Gescheitigste. Okay, dann die daher und... Ne, die kann ich den nicht ganz attackieren. Das ist schade. Das ist sehr schade. Ritter, weil in dem Kampf alle verlieren, aber sind egal. Habe ich nur 6. Na, 8, glaube ich, gehabt. Die sind jetzt nicht so wertvoll. Also das passt schon, wenn ich den verliere. Den vergiften wir da einfach. Mit Slither, oder wie er sich auch immer nennt. Sleam, glaube ich, hat er geheißen, oder? Okay, dann da rein attackieren. Bam. Dann der Kisch da. Und... Boah, die heben so viel aus. Okay, da töten wir die restlichen 2. Dann ist der auch im Misthaufen einmal kaputt. Kann ich irgendwas benutzen? Das Flammenschwert kann ich schon wieder benutzen. Und zwar auf die Alchemisten. Okay, dann der Charge da wieder rein. Sehr gut. Vergift mal die Truppen da mal. Mit dem Poison Skull Level 3. Ist glaube ich auch nicht schlecht. Okay, dann die kann jetzt wieder so zustechen. Ja.
Gut, gut. Ja, ich glaube, den Kampf schaffen wir. Also, ein bisschen was verlieren wir schon, aber dürft, glaube ich, auch viel Erfahrung bringen, oder? Drei Drachen hoffe ich mal schon, dass das irgendwas bringt. So, dann hast du jetzt AD um. So geile Klubschaugen, die Alchemisten. Ich finde den witzig. So, Zyklopen wäre eh kein einziger verlieren. Und kann ich vielleicht dank der gewonnenen Banner, den wir mittlerweile wieder eingesammelt haben, dann vielleicht sogar 4 oder 5 mittlerweile haben. Wäre ganz nett. Was machen wir jetzt? So, mal überlegen. Jetzt könnte man eigentlich... Blind, becomes blind, I cannot perform any action for the duration of the spell. Okay, na, das bringt, glaube ich, nicht viel. Pain Mirror bringt ja immer, na, plötzlich Magic Spring bringt ja immer Mana zurück. Ja, dann benutzen wir das noch auf die Bären, denn die werden jetzt, glaube ich, nur am meisten attackiert da von diesen 48 Zwergentruppen, dann kriege ich immer ein bisschen Mana zurück. Ist dann, glaube ich, mal nicht so schlecht. Oh, sind 200 Schaden, das sterben immer nicht alles, krank. Okay. Lina möchte ich ganz gerne mal einsetzen, ein bisschen Erfahrung gleich mal sammeln, dass die vielleicht bald einmal Level 2 dann hat, wäre ganz cool. Ja, da kriegen wir ein leckeres Mana zurück. Verlieren zwar alle von diesen schwachen Bären, aber im Prinzip ist es eh egal. Wir sind in einem neuen Gebiet, da gibt es neue Truppen, da kann ich den ganzen alten Ramsch da ersetzen, der aber so ohnehin nicht so gut war. Das ist ja nicht so tragisch. So, dann stehst du dazu. Moment, kann ich sie benutzen? Ja, dann macht sie jetzt nur Charges. Lass mich überlegen, wenn ich da vorgehe, dann kann ich nicht mehr rüberstechen. Na, dann machen wir das so. Okay. Vergiftung bringt eigentlich gar nicht so viel, oder? Der nimmt gleich 8 Schaden und so, das ist eigentlich... eigentlich wenig. Wiederbelebung, bitte, jetzt funktionieren und lass mich Schlangen wiederbeleben. Resurrection, there's nobody to resurrect. Ich verstehe das nicht. Kill creatures in a selected troop can be resurrected. Vielleicht, weil ich es im Kampf gelernt habe, dass es mir deswegen das nicht lasst, aber es ist doch irgendwie schwachsinnig. Warum gibt es dann die Option, das im Kampf zu lernen? Und ich kann aus dem Kampf jetzt wiederbeleben. Das kann auch sein. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, das ist einfach ein komischer Bug. So, was hat's gebracht? 500 Erfahrungspunkte. Ja, yummy, yummy, yummy. 12.000 Gold, also 11.500. Und schon Level Up für sie. Ace Orb. Das klingt geil. Kim. Summons the Ice Ball to the Battlefield. Also beschwört einen Eisball. 300 Leben und macht 110 bis 130 Schaden. Hey, 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 hey. So, dann lass mich jetzt... kann ich jetzt Resurrection benutzen? Na, eben außerhalb vom Kampf kann man ja... es war jetzt einfach komisch, das verstehe ich nicht ganz. Okay, egal, den Kampf auf jeden Fall geschafft und... lass mich überlegen, jetzt könnte ich eigentlich die Bären schon wieder ersetzen und einfach Alchemisten ins Team nehmen, wenn sie mir da eh gerade angeboten werden. Dann kann ich da noch ein paar Kämpfe machen, bevor wir uns zu Freedom Islands aufmachen. Und vielleicht entdecke ich noch ein paar neue Truppen. Ja, ich würde mal sagen, das mache ich. Also, dismiss. Tschüss. Jupp. Okay, die 13 Klopen kalt mal. Ja, passt. Dann kaufen wir da jetzt einfach die Alchemisten nochmal nach. 19. Ich glaube, da waren wir letztes Mal nur bei 16 Stück. Und gehen da mal noch ein bisschen ins Landesinnere, ein bisschen aufdecken einmal. Und zwar daher, ja. Da gibt es einen coolen Tempel oder Pyramide, da im Banner sehe ich gerade. Schatztruhe. Und Obelisk of Fendor, den würde ich auch gerne wieder aktivieren. Und da habe ich auch noch nicht rausgefunden, was die bringen. Da hat da noch niemand was geschrieben, was die bringen. Und da sind Zyklopen und da fängt das Eisgebiet an. Okay, nein, dann würde ich sagen, erkämpfen wir uns da oben nur die Schatztruhe. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Den Kampf, glaube ich, den schaffe ich aber so, oder? Ja, die Kanoniere. Also wir fangen einmal an mit Zug 1. Okay, ich habe nicht Maximum Mana. Vielleicht scheitert es daran. Aber wir fangen jetzt einmal an, da den Eisding reinhauen. Und dann da noch ein Eisding reinhauen. Sonst sind die Gegnertruppen mal um eine gute Hälfte reduziert. Und ich glaube, den Rest schaffe ich schon, oder? Ja, bis schneid's raus. Ah, Moment, genau. Na, Moment. Ice Orb, das schauen wir uns noch an. Kann ich irgendwo beschwören?
Ich beschwör's mal in die Truppen rein. Vielleicht funktioniert's wie Trap. Dann hast du ja. Aha, das piekst so mit Stacheln raus. Schaut auf den ersten Blick ein bisschen aus wie eine Bowlingkugel oder Golfball. Okay, was macht das jetzt? Abilities, Ice. Okay, Ball. The creature moves only along a straight line and stops when it collides with any obstacle. The damage inflicted by ball is increasing by 100% for every cell it... Ah, okay.